Servus bei Grachlederne TV. Und wo sind wir heute? Wer sieht's? Achtung! Ostersbach Brauerei. Du möchtest jetzt schon Helles? Ja, natürlich. Wenn es so langsam dunkel wird, schmeckt mir am besten ein Helles. Wir haben noch gar nicht angefangen zu drehen, oder haben wir schon angefangen zu drehen? Doch, wir drehen schon. Durst habe ich immer. Servus bei Grachlederne TV. Servus Stefanie. Grüß dich, servus Rainer. Schön, dass du da bist. Heute sind wir bei Stefanie Schmid, Ostersbacher Brauerei. Und eine der wenigen Privatbrauereien, die es noch gibt. Und ich sage echt danke, dass du mir mal so eine Spezialführung bietest. Ja, mich freut es, dass du da bist. Du bist ein Genussmensch und ich glaube, das ist eine Auszeichnung für mich, wenn du mal bei mir reinschaust und schaust, wie man das Ostersbacher Bier so macht. Danke für deinen Besuch. Ja, und dann zeigst du uns jetzt die, ich meine, das ist ja nur ein kleiner Teil, ja, und jetzt schauen wir uns mal um hier bei dir. So machen wir es. Ich freue mich wirklich. Doch. Alles klar. Bitteschön. Leise rieselt das Korn, oder? Was ist das? Das ist das Malz, das aus unserem Silo direkt in diese Mühle hineinrieselt und dort geschrotet wird. Geschrotet heißt? Geschrotet heißt, es wird zerquetscht. Es wird zwischen Trommeln zerquetscht, um eine möglichst große Oberfläche herzukriegen. Also nicht gehackt, sondern gequetscht. Also Müsli zum Bierbrauen? Müsli zum Bierbrauen. Okay, und zum Bierbrauen braucht ihr hier 4 riesengroße Bottiche? Ja, es ginge zur Not auch mit 2, aber 4 sind einfach besser, weil jedes Gefäß hat seine spezielle Funktion. Mhm. Wir brauchen mindestens einen geschlossenen und einen mit dem Schlitzboden. Okay, das ist ja ein Riesenaufwand. Jetzt haben wir hier natürlich den absoluten Logenplatz in deiner Brauerei, also im Sudhaus, ne? Also mit dem ganzen Sortiment von eurem Brauerkönnen. Was ist denn da alles dabei? Also ich meine, das ist ja Auswahl ohne Ende. Also wir sind eine typisch bayerische Brauerei und haben das gesamte breite Sortiment vom Obergärigen zum Untergärigen, vom Leichtbier zum Starkbier, vom Hellen zum Dunklen, wenn du so willst, alles, was das Herz so begehrt. Und Craft-Bier habe ich auch irgendwo mitgekriegt. Macht es ja auch, oder wie war das? Was versteht man unter Craft-Bier? Ja. Craft-Bier heißt handwerklich gebraut, traditionell, charakterstark. Ja, machen wir alles. Also ich bin der Meinung, alle unsere Biere sind Craft-Biere. Wenn du aber von Craft-Bier sprichst als moderne Bierstile, sowas wie Pale Ale oder IPA oder solche Geschichten, bis jetzt noch nicht, aber wir haben da was vor mit unseren Lehrlingen, die sowas ganz gerne mal ausprobieren und das möchte ich ihnen ermöglichen und dann werden wir mit einem anderen Lehrlingssud brauen. Es ausprobieren heißt, ihr braucht hinterher Opfer, das trinkt. Ja, da werden wir dich gezielt einladen, Rainer. Gut, in meinem Alter ist wurscht, ob du weg bist, gell? Es wird mit Sicherheit was Besonderes werden. Weil du gerade Lehrlinge angesprochen hast. Ich meine, Lehrlinge und 2019 ist ja immer schon ein schwieriges Thema. Also viele haben natürlich auch Angst vor dem Lehrling ausbilden. Wie ist es jetzt bei dir? Wie viel hast du? Und hast du jedes Jahr welche? Also ich finde es ganz wichtig, dass Handwerksberufe unseren Nachwuchs ausbilden. Und natürlich haben wir Lehrlinge jedes Jahr. Ich habe im Moment 6 Lehrlinge. Jetzt allein dieses Jahr 3 Novizen, die neu angefangen haben. Und finde ich auch gut so, ja. Also ganz wichtig, dass wir Lehrlinge haben, natürlich. Was für Lehrberufe sind es dann in der Brauerei? Also wir lernen hier Brauer und Melzer. Das ist das, was wir aktuell machen. Und nächstes Jahr werden wir auch wieder zur Industriekauffrau ausbilden und eventuell Fachkraft für Lagerlogistik. Einfach um die Weichen auch in diese Richtung für die Zukunft zu stellen. Und da sind wir schon wieder beim nächsten mit der Zukunft. Ihr habt ja, oder du und deine Brauerei, ihr habt ja eine elendlange Vergangenheit. Also das zirkt ja, da unten sind die Jahreszahlen 1566 oder was, hängt da, gell, oder so. Ja, also seit 1605 ist es meine Familie Schmid, die hier in Ostersbach Bier braut. Und tatsächlich kann man das auch so nachverfolgen am Stammbaum. Also ich bin 13. Generation. Denkt man das auch mal brutal, oder? Das ist der Wahnsinn. Ja, zumindest man geht dann woher. Ah, jetzt der Kameramann rennt. Ja, ja, irgendwo fliegen die Bierflaschen. Aber man stellt sich natürlich auch vor, alteingesessene Brauerei, gestandenes Mannsbild.
braucht es nicht wirklich, gell? Man darf das den Frauen durchaus auch zutrauen, ja, genau, ein anständiges Bier zu brauen, ja. Wobei ich keine Braumeisterin bin. Ich bin gelernte Diplom-Kauffrau. Du musst immer ein gutes Team haben. Allein kannst du gar nichts in der Welt. Ja, ja. Und dein Team passt jetzt von dir aus, oder? Ja, muss ich sagen, sind wir sehr gut aufgestellt und macht unheimlich viel Spaß auch miteinander. Ich meine, ihr seid ja 100 Leute in dieser Brauerei. Ja. Wo wir jetzt vorhin mal durchgelaufen sind, haben wir gefragt, habt ihr die im Keller versteckt oder was? Oder wie breit sind die verfächert? Für mich ist ganz wichtig der eigene Fuhrpark, weil für mich der Kontaktmann oder die Kontaktfrau direkt zum Kunden, das ist einfach wahnsinnig intensiv der Fahrer. Der besucht meine Kunden jede Woche. So oft komme ich nicht vorbei und der Verkaufsleiter, Vertriebsleiter nicht, der Außendienst nicht. Ja. Also ich möchte am eigenen Fuhrpark festhalten. Das ist doch cool, sowas. Aber jetzt apropos festhalten. Können wir uns jetzt mal an einer halben Bier bei dir festhalten? Das können wir machen. Ich schenke auch gern was für dich ein, nämlich ein unfiltriertes Zwickelbier. Ein naturtrübes. Gerne, weil ich bin ja gehandicapt. Ja, ich mache das für dich. Hier steht, dass du nicht in der Brauerei verdurstest, weil das wäre mir ganz arg, lieber Rainer. Ja, wir haben ja so kurz vorher noch besprochen, da habe ich schon gemeint, die kriegt gar nichts mehr. Oh, schau mal her, ja, da können wir doch was dagegen tun. Ja, schon. Ist es nicht fällt schön? Dir das so? Ja, fein. Zum Wohle, Prosit. Unsere Biere nach dem Bayerischen Reinheitsgebot von 1516, das ja sagt, Hopfen und Malz, Wasser und Hefe, mehr darf nicht ins Bier hinein. Wir beginnen mit Malz, das kommt aus unserem Silo. Den Siloturm kennt eigentlich jeder, der die Ostersbacher Brauerei kennt. Das Malz wird in der Mühle geschlotet, das hören wir jetzt auch gerade im Hintergrund. Es kommt das Wasser dazu aus unserem Mineralbrunnen, also alle unsere Getränke sind hergestellt mit Mineralwasser. Das Ganze wird hier im Maispottich erhitzt auf 70 bis 78 Grad. Dann versuchen wir oder bringen wir die festen Bestandteile raus im Läuterbottich mit dem berühmten Schlitzboden. Was wir abtrennen, ist der Trebe. Und das ist schön eigentlich an unserem Handwerk, es bleibt nichts übrig. Alle Spelzen gehen wieder in die Landwirtschaft als Trebe, als Viehfutter. Es bleibt am Schluss nichts übrig. Dann wird das Ganze aufgekocht. Was fehlt? Es fehlt der Hopfen. Der kommt wie alle unsere Rohstoffe aus Bayern, hauptsächlich aus der Hallertau. Der gibt sowohl das Aroma, die Bittere zum Bier, als eben auch sorgt für die Haltbarkeit des Ganzen. Dann bringen wir in den Whirlpool, der nicht für die Mitarbeiter ist, sondern eben auch für die Würze, die festen Bestandteile raus aus dieser Würze, die hier entsteht im Sudhaus. Und dann geht es in den Gärkeller. Und was da passiert, das schauen wir uns einfach vor Ort an, würde ich sagen. Am Schluss kommen wir dann zur Abfüllung. Da vergehen aber einige Wochen. Das ist ein sehr kurzer Bestandteil, sind aber tatsächlich einige Wochen, die das Bier im Gär- und Lagerkeller verbringt. Dann wird es gefiltert, gespundet und kommt zur Abfüllung. Das war's. Einfach. Jetzt sind wir bei einem von deinen Herzstücke der Brauerei, dem Blockheizkraftwerk. Ja, das ist eben für die Energiegewinnung ganz wichtig. Wir brauchen ja viel Energie hier in der Brauerei. Und viel gewinnen wir aus diesem Blockheizkraftwerk, mit dem wir 2/3 unseres Strombedarfs selber erzeugen. Und 20% davon mittlerweile schon aus eigenen regenerativen Energien, sprich aus unserem Abwasser. Das sind so Dinge, die vor 20 Jahren undenkbar waren, Strom aus Abwasser zu gewinnen, komplett ohne Mühlrad, wie es früher war. Sondern über einen Biogasreaktor, der Methangas produziert aus Abwasser. Solche Dinge, da legst du schon ziemlich Wert drauf, gell? Ja, Getränke produzieren, das können sehr viele. Aber das möglichst umweltschonend zu tun, das ist was, was uns am Herzen liegt. Also dafür haben wir Leidenschaft und Grips und immer wieder neue Ideen. Geht irgendwie nicht aus. Man meint immer, jetzt geht nichts mehr und dann geht nochmal was. Und das finde ich so cool daran. Hier sind wir jetzt in der Wellnessanstalt für deine Bierhefe. Wie hast du das gesagt?
Ja, hier züchten wir unsere Bierhefe selber. Das heißt, wir kriegen sie in kleinen Portionen von der Hefebank geliefert. Tatsächlich Hefebank. Und dann kommt sie rein in diese Behälter und wird dann belüftet und temperiert. Bekommt Würze aus dem Sudhaus ein bisschen zum Knabbern, damit sie sich so rundum wohlfühlt, dass sie sich vermehrt. Und wenn wir genügend davon haben, kommt sie in die abgekühlte Würze aus dem Sudhaus und die alkoholische Gärung beginnt. Und dann entsteht Alkohol und aus Würze wird Bier. Also da, so kompliziert wie das alles ist mit dem Bierbrauen, muss ich sagen, da kaufe ich mir leichter Kiste von euch. Ja, man muss nicht alles selber machen. Ja. Wir sind ja jetzt durch die ganze Brauerei geführt worden und es war ja wirklich eine klasse Sache. Und jetzt trinkt man nur so ein Abschiedsbier und du hast den Flaschenöffner. Ein Feierabendbier. Ein Feierabendbier. Ich habe zweierlei. Was magst du, ein Pässle oder Zwiebel? Habst du das Alkohol drin? Natürlich. Dann kriegst du das Pässle. Danke dir. Ein Pilschen. Habt ihr? Weg war da. Ja dann, Prosit. Ehrlich verdient. Ja, die viele Lauferei. Mhm. Jetzt habe ich natürlich trotzdem nur Fragen. Okay. Und zwar wollte ich mal fragen, was ist der grüne Weg? Unter dem grünen Weg haben wir alles das zusammengefasst, unsere Bestrebungen, um Getränke möglichst nachhaltig zu produzieren. Das Ding musste irgendwann einmal einen Namen kriegen, um es einfach auch verständlich zu machen, um es erklären zu können, um es bildlich rüberzubringen. Und das ist unser grüner Weg. Das sind Sachen wie, dass wir eben ausschließlich in Mehrwegglasflaschen abfüllen, weil wir das einfach fürs Umweltfreundlichste halten, dass wir ein brauereieigenes Biotop haben, dass wir unsere Fahrzeuge auf dem neuesten Stand halten, dass wir versuchen, in dem Betrieb Energie zu sparen, dass wir also alle Dächer mit Photovoltaik belegt haben, um einfach im Endeffekt auf Zero CO2, null CO2 Footprint zu kommen. Das ist unser Fernziel und da tun wir dafür, was wir können. Und ja. Und ihr habt ja mit der Brauerei auch schon mehrfach den Ehrenpreis erhalten, den Bundesehrenpreis. So, was beinhaltet der zum Beispiel? Der Bundesehrenpreis ist eigentlich das Ergebnis der Biertests oder bewertet die Ergebnisse der Biertests der deutschen Bundesregierung, die jährlich veranstaltet werden oder durchgeführt werden. Und die 12 Brauereien, die am besten abschneiden in Gesamtdeutschland, die dürfen nach Berlin fahren und dürfen diesen wunderschönen Preis in Empfang nehmen. Und da durften wir auch schon mehrfach dabei sein. Mehrfach? Mehrfach, ja. Große Ehre, da hinfahren zu dürfen. Tja. Da bist du dann baff, gell? Da weiß ich jetzt auch nichts mehr. Ich habe jetzt nur noch zwei Sachen, die mich furchtbar interessieren. Was hältst du eigentlich von Weintrinkern? Ich zähle mich ja selber dazu. Jetzt Ach nicht so. Regelmäßig und häufig. Ich trinke auch ganz gerne mal einen Wein. Wenn ja, dann rot und schwer. Mhm. Falls du mir mal eine Flasche mitbringen wolltest oder so. Ja, alles. Ja, wonach einem der Sinn steht. Also wenn dir nach Wein ist, dann trink Wein und wenn dir nach Bier ist, trink Bier. Ich bin ein klassischer Biertrinker. Die letzte Frage. Du bist ganz allein auf einer Insel. Ja. Es gibt weder einen Winzer noch eine Brauerei. Was machst du noch? Schon irgendwie verzweifeln. Ja, wäre ein gravierender Einschnitt, ehrlich. Eine furchtbare Sache, sich das vorzustellen. Ich müsste mal was einfallen lassen. Ich weiß nicht, was im Moment. Schauen, was da gibt. Vielleicht, ob es überhaupt Süßwasser gibt. Sonst wird es schwierig. Es wäre ganz schwierig, ja. Ich würde wahrscheinlich verzweifeln. Ja, ich käme in große Not. Ich denke, das ist genau die richtige Antwort, die man hören will. Verstehst du? So, jetzt gibt es noch den Abschiedstrunk. Mit dem ich mich, also ich meine, ich kann mich ja fast nicht bedanken mit dem Abschiedstrunk, weil den hast ja du spendiert, ja? Freiwillig ist das beste Bier. Aber ich bedanke mich wirklich für die Führung, für das Exklusive, für das nette Gespräch, naja, und fürs Bier. Okay. Das war ein schöner Besuch. Vielen Dank an dich. Prosit. Bis zum nächsten Mal bei Krachliedern.tv. Servus. Ja, das kann man lassen, oder? Wunderbar, so ganz hat mir zum echt Schluss. Spaß gemacht. Mhm. Ich fand das jetzt auch cool. Weil wann kannst du in so hinten reinschauen?
Ja, vor allem diese Temperaturunterschiede, die fand ich der Hammer. Brauer ist man mit allen Sinnen. Von wirklich, was hat es denn oben im Sudhaus gehabt? Ja, wir kochen bis 78 Grad und wenn alle Fenster zumachst, dann wird es da richtig heiß, ja. Ja? Ja. Ich finde das Tolle am Brauerberuf, du riechst was, du schmeckst was, du hörst was. Also es ist, wir probieren das Bier in allen Produktionsphasen. Es wird immer wieder eine Probe gezogen, verkostet und man schaut es an, gefällt mir die Farbe, der Geruch, der Geschmack. Du bist Brauer mit allen Sinnen. Mhm. Kalt und warm. Diese Düfte, wenn die Hopfengabe ist, das ist unbeschreiblich. Ja, wir, also, sind doch heute, wir sind doch am Anfang irgendwo auf dem Dach gestanden, bei so einem Abluftkamin. Das waren die Kamine von den Sudpfannen. Das ist wie wenn du beim Kochen einen Deckel aufmachst. Dieses Aroma, das genießt du oben auf dem Sudhausdach. Ja, das war ja so Malzdingen, so. Warm. Ja. Ich finde, das riecht warm und weich. Ja, das ist richtig so, ja. Das war irgendwie total cool und vor allem da kam so dieser warme Geruch raus und nebenbei war es kalt da oben, verstehst du? Ja. Aber du hast wirklich, was hat es da unten im Keller gehabt? Im Pseudokeller? Da hat es mal 10, 8 Grad, oder? Ja, im Gecker oder sowas. Ja. Wo die Hefe aus diesem Schlauch. Klar, das geht um bis die 0 Grad geht das Bier runter. Ja, weil die Hefe mag es ganz gern kühl. Die Obergärige mag es ein bisschen wärmer, um die 15 Grad, aber die Untergärige fühlt sich da schon bei niedrigeren Temperaturen wohl. Weißt du, was ich nie begriffen habe? Dieses, wenn es dann immer alle rumschmeißen, obgärig, untergärig, so. Und da hocken 20 Leute umeinander und alles, und wenn du die dann hinterher fragen, weißt du, was ist denn der Unterschied? Keine Ahnung, was ist denn überhaupt der Unterschied? Ich kann das ganz einfach erklären. Die untergärige Hefe ist ein Einzelgänger. Die sucht keinen Nachbarn, die will sich an niemandem festhalten. Dann bin ich untergärig. Und die sinkt zum Ende des Gärprozesses nach unten, sammelt sich unten im Gärbehälter, okay, im Gärtank. Die obergärige Hefe, die sucht immer Kollegen und Freunde. Und das musst du dir vorstellen wie so ein Fallschirmspringerverband. Die rottet sie zusammen mit anderen, das bildet dann tatsächlich so einen Schirm und den zieht es nach oben, der schwebt nach oben. Und darum sammelt sich die obergärige Hefe im Gärbottich oben. Ja, aber du hast doch... Daher kommt der Name. Ja, und also... Das sind unterschiedliche Hefestämme. Also schon. Die sich schon einfach unterschiedlich verhalten. Weil vorhin, wo du gesagt hast, du kochst ja die Hefewürfel und dann geht das da los mit der Vermehrung und so. Ja. Der volle Puff im Keller, verstehst du? Du kannst total unterschiedliche Hefestämme beziehen. Also das ist eben das, was uns Brauer untereinander unterscheidet. Die Vielfalt. Wir haben ja alles gleiche Rezept. Ja, das ist das, das verschiedene. Ja, genau. Stell dir vor, genau. Du kannst, das ist ganz interessant, wenn du jeden Tag ein anderes deutsches Bier probieren willst, dann bist du über 13 Jahre beschäftigt. So eine brutale Vielfalt haben wir in Deutschland, das ist doch genial. Die Insel der Glückseligkeit. Ja, du machst das nur mit der Hefe, oder was? Auch das unterschiedliche Wasser, das wir alle haben, das unterschiedliche Malz, das wir kaufen. Das Zusammenspiel, die unterschiedlichen Verfahren, das ist Braukunst. Das unterscheidet ja uns Brauer von den Winzern. Bei uns muss Bier ja auch immer gleich schmecken, obwohl bei uns auch die Ernte jedes Jahr anders ist. Ja, das ist beim Winzer so. Sagt man, oh mein, das ist halt nichts, das war ein schwerer Jahrgang. Der Jahrgang das war kacke, dem, ja, das verzeiht dem Bierbrauer keiner. Unser Bier soll eigentlich immer gleich schmecken. Und das ist Braukunst. Ja, aber was ist dann da die Kunst, dieses Bier so zu machen? Also ich stelle mir das jetzt so vor, ich schütte das jetzt alles zusammen, wenn das Rezept, wie du sagst, ist ja alles dasselbe. Jetzt komme ich da rein, da drückst du das Rezept in den Rand und dann fange ich das Mischen an und mache alles haargenau, so wie es auf diesem Zettel steht. Ja. So. Und dann müsste, aber trotzdem kommt dann jedes Mal was anderes raus, oder wie? Ja. Und wie schaffst du das dann, dass du musst ja wissen, dein Privatpilz immer so schmeckt wie dein Privatpilz aus Ostersbach? Das ist die Kunst zu wissen, wie sich, sagen wir mal, unterschiedliche Ernteerträge auswirken und wie ich es dann behandeln muss. Also wenn ich sage, es hat den ganzen Sommer über geregnet, dann kommt am Schluss natürlich eine andere Gerste raus, als wenn wir einen knochentrockenen Sommer haben. Ja, was machst du denn, wenn es geregnet hat? Das heißt, es hat unterschiedliche Eiweißgehalte und was weiß ich alles. Schande. Und diese Parameter, das ist die Kunst, die du halt auch über jahrelange Erfahrung erst erwirbst.
eben zu sagen, ah ja, heuer war wieder so ein Sommer, also müssen wir mit der, ich weiß es nicht, ich bin kein Bierbrauer, mit der Kochtemperatur höher gehen oder wir müssen es länger kochen, es braucht eine längere Rast, es müssen wir im Gärkeller anders behandeln, vielleicht brauchen wir mehr Hefe, also es gibt ja doch viele Stellschrauben, obwohl wir nur 4 Zutaten haben. Also du lässt das Korn, wenn das reinkommt, testen und weißt was, und dann wisst ihr, was zu tun ist. Oder also ich gebe schon mal vor, wie es denn überhaupt sein muss. Ja. Also es gibt grundsätzlich Getreidesorten, mit denen kannst du nur ein Brot backen, weil die Bäcker brauchen einen anständigen Kleber im Korn. Mhm. Und wir haben natürlich auch gewisse Parameter, die das Getreide erfüllen muss. Also es darf eben nicht über einen bestimmten Eiweißgehalt sein, der Wassergehalt darf nicht so hoch sein und so weiter. Und das geben wir vor, so muss es sein. Und nur dieses Braumalz verarbeiten wir dann auch. Also da sind wir sehr anspruchsvoll. Und wenn das nicht passt, dann nehmen wir es auch nicht an. Also da sind wir sehr anspruchsvoll, was das angeht, schon bei der Auswahl der Rohstoffe. Jetzt klingt es langsam kompliziert. Da sind wir wieder bei dem, wo der Kameramann uns auf dem Dach gefilmt hat. Da sind wir eigentlich wieder, da haben wir ja auch mal kurz drüber geredet, über die jetzt habe ich den Faden verloren. Jetzt habe ich so ausgeholt, dass ich den Faden verloren habe. Oh, das ist der Bier. Für die Rohstoffe? Ja. Was haben wir auf dem Dach gesagt? Über was haben wir gesprochen? Hey, Gott, an dass die alles Welt. Aus Bayern kommt. Zum ja, Beispiel. Ja. Dass ich also ausschließlich Rohstoffe aus Bayern habe. Na, was hast du jetzt zum Schluss erklärt? Was war jetzt das? Ich habe jetzt echt den Faden verloren. Sag einmal. Ich habe da erzählt von unserer wunderschönen Kapelle im Feld. Das hast du auch gesagt. Das meinst du jetzt aber nicht. Na. Aber apropos Kapelle, was hat denn das mit der Kapelle zu tun? Die Kapelle ist gebaut worden 1865, glaube ich, durch die Carolina Schmid für ihre Schwiegertochter, die Maria Schmid. Weil die Maria Schmid 7 Kinder verloren hat innerhalb der ersten Tage, Wochen, Monate ihres Lebens und das wollte die Carolina Schmid nicht mehr mit anschauen und hat dann eine Anna-Kapelle erbaut zu Ehren der Mutter Anna und von da an sie haben die Kinder dann überlebt und diese Maria Schmid hatte sage und schreibe 21 Kinder. Unglaublich. Und 7 davon haben ein normales Alter, sag ich mal, erreicht und einer davon war eben mein Urgroßvater. Ja, das sind so Geschichten, die du in den Tagebüchern findest. Wir haben Tagebücher von den Braumeistern, die gehen also 100 Jahre zurück. Ganz interessant, was die so geschrieben haben, was alles passiert ist, auch im Dorf. Also nicht nur beschränkt jetzt auf die Brauerei, sondern da hat eine Hochzeit und da hat der Junge seinen ersten Fuchs geschossen. Und wo ist sind die her? Und aus dem Privatbesitz oder die was? Die sind, ja genau, hier in unserem Brauereiarchiv. Ja, ja, aber warum, wie kommen die in das Archiv? Die muss ja jetzt von. Der wird jetzt nicht über seine. Eine Generation auf die andere, an die andere übergeben. Aber der schreibt doch kein Tagebuch über seine Arbeit. Doch. Also, hä? Ja. Zum Beispiel, heute war Tanz. Da, wo wir jetzt sind, war früher der Saal vom Bräustüble. Ja. Hier war früher Tanz. Und zum Beispiel liest du da, dass unter Kriegszeiten der Eintritt war, ein Scheffel Gerste. Sonst hätten sie kein Bier mehr machen können. Mhm. Da war der Eintritt kein Geld, mit dem hättest du sowieso nichts kaufen können. Zur Zeit der Inflation zum Beispiel auch war es so. Da hat jeder eine Schaufel Gerste mitbringen oder einen Scheffel Gerste mitbringen müssen für den nächsten Sud. Jetzt wurde das nochmal gesagt, das ist mit dem Tanzsaal. Ja. Da gibt es ja in Landsberg-Ossern noch so ein ganz altes Bräu. Warum, oder weißt du das, warum diese Tanzsäle oben waren? Ich habe das nie begriffen, warum die Tanzsäle oben waren. Weil letztendlich das ja, wenn da die ganz Blasen oben rumrennt und tanzt und ja. Dann ist es ja ein Riesengewicht und alles. Weißt du. Tanz war ja früher nicht alltäglich. Es war ja nicht jedes Wochenende Tanz. Das war halt an Kirwei und an bestimmten Festtagen. Also hat man den Saal nicht so oft gebraucht, während man in der Gaststube natürlich tagtäglich Betrieb gehabt hat. Also wäre für mich eine logische Erklärung, warum der Saal oben war. Okay. Ja. Ja, es war jetzt schon irgendwie, cool. 400 Jahre alter Schuppen hier. Ja, und du gehst schon davon aus, dass es weitergeht, oder? Ich tue, was ich kann. Jede Generation muss das ihre tun, um den Betrieb zu erhalten, zu vermehren, zu fördern.
das Bestmögliche zu geben, jeder wie er kann. Ich bin kein Braumeister, aber ich bin, meine Leidenschaft ist Marketing. Waren deine Vorfahren, also dein Vater, der mischt ja nur so bedingt ein wenig mit. Oh, der ist jeden Tag im Betrieb. Ich sage immer, ja? Ich mache die Frühschicht. Der ist in der Früh um 6:30 schon da. Das ist nicht in die Bettflucht, oder was? Ja. Nee, ich schätze das auch sehr. Ist der Braumeister? Ich habe viel Spaß mit meinem Papa. Mein Papa ist Braumeister. Waren jetzt praktisch alle vorher Braumeister? Ja. Das hat sich erst jetzt geändert. Meine Schwester war Braumeisterin, ist aber leider schon verstorben. Die war die Braumeisterin. Achso, die war hier die Braumeisterin, ja? Okay. Ansonsten waren es immer Männer an der Spitze, ja. Immer Braumeister. Ich glaube, einmal war einer, der hat sich am Braumeister angestellt, weil der war eher der Landwirt. Früher war das ja noch miteinander mit der Landwirtschaft. Mm, mm. Ja, aber ansonsten waren es schon immer Bierbrauer hier. Bei den was hast du eigentlich noch vor? Kann man das so sagen im Braubereich? Was hat man so vor? Oh, was ich jetzt als nächstes vorhabe, ist ein Lehrlingssud. Wir wollen also ein kleines Zuckerl. Das hast du vorhin gesagt, da brauchst du ja Opfer zum Probieren. Ja, das habe ich dir schon erzählt. Ja, das hast du vorhin erzählt, mit dem Opfer weiß ich noch, verstehst du? Ja, ansonsten natürlich stehen immer Investitionen an. Also wir haben immer wieder Ideen und natürlich die übliche Erneuerung der Anlagentechnik. Also wir haben jetzt gerade eben einen neuen Füller, einen neuen Etikettierer gekriegt. Da steht immer was an, neuen Fassfüller haben wir jetzt gekauft. Also es ist dieses permanente Neuinvestieren, aber eine grundlegende Veränderung haben wir jetzt nicht geplant. Mhm. Und vom Bier her? Also jetzt mal nicht vom Lehrlingssud, ja. Sondern... Also ich hoffe oder bin gespannt, wie das Lehrlingsbier ausfällt. Und ich glaube, also ich hätte es gerne, dass wir es einreihen in unser Sortiment. Weil es wird wahrscheinlich ein Pale Ale werden und mir schmeckt Pale Ale sehr gut. Ich stehe auf diese stark gehopften Biere. Mhm. Und ja, kann durchaus sein, dass das unser nächster, also es kann nicht so unser nächstes Novum wird. Es kann also nicht zufällig sein, dass das... Das ist der Lehrlingssud, das einzige Bier ist in eurer Brauerei, das nicht schmeckt. Also wir machen nur Biere, die uns selber auch schmecken. Da haben wir einen gewissen Anspruch. Ja, der Braumeister wird schon aufpassen drauf, auf das Ganze, oder? Ja, die müssen schon selber ran. Also die müssen schon selber ihren Grips einschalten, über sich die Rezeptur überlegen, welche Rohstoffe sie brauchen, weil da müssen wir vielleicht was Besonderes kaufen, was sie haben wollen. Ja, aber das, wo machen die das? Hauen die dann praktisch die vier Kessel voll mit dem Lehrlingssud? Nein, wir werden uns wahrscheinlich tatsächlich wie so ein Gypsy-Brauer in einer anderen Brauerei einmieten. Da sind wir noch auf der Suche. Okay. Und fahren dann dahin mit unseren Rohstoffen im Gepäck und verbringen da ein paar lustige Nächte. Ja. Und dann muss natürlich ein Gärkeller und dann wird man nach einigen Wochen wissen, was draus geworden ist. Und ich lasse die dann probieren, du darfst natürlich bestanden Mann da ja, eine Stunde das, zu probieren. Ja, das wäre dann schon cool, ja. Also so, da kann man ja dann nochmal so kurz auf Instagram was machen oder irgendwie sowas. Ja, jetzt trinken wir nochmal ihren Durst.